Moin moin und hallo, Mystery Freaks. In diesem Hörbericht gehen wir in die Nähe der Thematik des luziden Träumens. Aber es handelt sich hier um eine Thematik, welche in diesem Gebiet anzusiedeln ist, aber viel tiefgreifender ist, da sie auf das Wissen unserer Ahnen zugreift. Was das jetzt mit luziden Träumen zu tun hat, erfahrt ihr im folgenden Hörbericht. Viel Spaß beim Zuhören! Ein ruhiger und entspannter Schlaf ist für das allgemeine Wohlbefinden des Menschen unentbehrlich. Wer gut bei Nacht geschlafen hat, kann den neuen Tag in vollen Zügen genießen. Aber der Schlaf dient nicht nur zum Ausruhen, sondern kann auch inspirierend sein. Damit meine ich nicht nur die fantastischen Dinge, auf welche wir im Traum treffen, sondern tatsächliche Informationen, generationsübergreifend, aus der Vergangenheit. Wie meint er das nun genau? Fragt ihr euch? Schon so mancher Schriftsteller oder Wissenschaftler machte davon Gebrauch, seine Träume, die er im Schlaf bekam, so zu beeinflussen, dass sie im echten Leben zur Lösung eines Problems oder einer Denkblockade beitrugen. Das Praktizieren des Traumexerzitien oder auch Traumübung hat eine lange nachweisliche Geschichte, die sich bis heute in verschiedensten Kulturen der Erde durchsetzte. Das Traumexerzitien wird als Brücke zu den Ahnen oder als geistige Erweiterung betrachtet. So bat man die Ahnen um Rat oder benutzte diese Fähigkeit, um die Lösung eines komplizierten Problems herbeizuführen. Wie man solche Träume fördert, folgt dabei keinem fest definierten Muster. Grob gesagt muss man die Gedanken zwischen Wachzustand und Traumphase so steuern, dass sich beide Realitäten vermischen. Das Traumexerzitien kann auch mit als ein realistisch basierter Teil des luziden Träumens verstanden werden. Das, womit man sich beschäftigt hat, sei es ein Wunsch, ein Problem oder ein Rätsel, muss bis zur Traumphase hindurchdringen und dort als Haupthandlungsthema verbleiben. Das luzide Träumen kann hierbei sehr dienlich sein, wenn man davon Gebrauch machen kann. Menschen, die sich mit der Traumübung befassten, erkannten in dieser das Potenzial zur Erkenntnis und der geistigen Erweiterung. Gustav Meyrink schuf 1915 seinen weltweit bekannten Roman Der Golem. Das Manuskript des Romans umfasste rund 5000 Seiten und wurde, gekürzt auf 365 Seiten, zum Bestseller jener Zeit. Laut Meyrink selbst bekam er seine Inspiration zur Geschichte durch eine Traumfrage. Eine normale Frage wandelte sich zu einer, welche sich im Traum niederschlug und somit, laut Meyrink, an den im Traum erscheinenden Oberrabbiner Jehuda Lüben Bezael weitergeleitet wurde. In einer Art Vision übermittelte Bezael, der 1513 geboren wurde, dass er in Prag einst den Ungeschlag nachmodellierte, also besagten Golem aus der Geschichte. Der Traum soll so bildlich intensiv gewesen sein, dass Gustav Meyrink am nächsten Morgen alles, was sich im Traum offenbart hat, niederschrieb. Die Komprimierung des Notierten ergab den Roman. Der Fall von Meyrink ist nur ein Beispiel von vielen. Doktor der Medizin Franz Hartmann, gelebt 1838 bis 1912, Begründer der Lignosulfid-Heilweise, berichtete auch von Traumvorfällen, wo er im Übergangszustand von Wach zu Schlaf die Thematik, die ihn aktuell beschäftigte, hinüberbringen konnte. Er behauptete, dass er den Pfad des Träumens nach Belieben beeinflussen konnte. Wie bereits erwähnt, verfügen anscheinend auch Naturreligionen und andere Kulturen über eine Art Traumexerzitien. In Trancezustand
oder im Schlaf wird mit den Ahnen kommuniziert. Auch hier schaffen es Menschen, Fragen oder Bedürfnisse vom Wachzustand in den Schlafzustand zu vermitteln. Solche Möglichkeiten, sich mit den Vorfahren kurz zu schließen, wirft folgenden Verdacht auf. Trennt sich die Seele im Traum vom Körper? Wenn ja, dann erklären sich diese Phänomene quasi von alleine, oder? Es ist so ähnlich wie bei den Eltern, um Rat zu bitten, nur auf einer anderen, dimensionalen Ebene und mit den Rückgreifen auf sehr fernen Verwandten. Dadurch, dass diese beschriebene Fähigkeit in der Neuzeit oder sagen wir mal entmystifizierten Welt kaum vorkommt, stellt sich auch die Frage, ob wir diese träumerische Fähigkeit über die Zeit kollektiv verlernten. Wer solche Fähigkeiten entwickeln möchte, der braucht wohl Zeit und Ruhe. Zwei Dinge, die in unserer schnelllebigen Welt immer seltener anzutreffen sind. Es gibt noch viele weitere Meilensteine in Sachen Träume. Das Traumexerzieren ist ein sehr weitreichendes Thema. Höchstwahrscheinlich werden wir weitere Male noch darauf zurückkommen. Auch wenn viele Menschen nicht an das Potenzial von Träumen glauben, gibt es dieses durchaus. Schlafen ist nicht nur gedankenloses Liegen, sondern es ist vor allem die Verarbeitungszeit für unsere Denkstube, welches sich über unseren Schultern aufhält. Man kann diese Zeit nutzen oder verstreichen lassen. Es liegt ganz bei einem selbst.